Dein Ziel ist es, Fußballprofi zu werden. Machst du dafür eigentlich schon eine regelmäßige Fuß- und Sprunggelenksroutine? Das ist so immens wichtig, weil gerade im Fußbereich und im Sprunggelenksbereich wirklich die allermeisten Verletzungen im Fußball passieren. Natürlich bringt dir das Ganze auch einen immensen Wettbewerbsvorteil, weil deine Konkurrenz setzt nicht so viel Fokus auf die Füße, was du ab heute garantiert tun wirst. In dem Moment, wo du in einem Sprint bist und einen großen Schritt machst, brauchst du genau die Beweglichkeit hinten im Fuß, die so viele nicht haben. Dementsprechend sind die Schritte kürzer, kleiner und die Performance und die Geschwindigkeit entsprechend langsamer. Stell dir das Ganze so vor. Dein Körper funktioniert wie ein Auto mit 4 Reifen. Wenn du einen Reifen hast, der zu wenig Druck hat, fährt dein Auto nicht mehr in der Bahn. Genauso ist es mit deinen Füßen. Viele konzentrieren sich auf den Hüft- und Gesäßbereich, den Rumpfbereich, und vernachlässigen ihre Füße. Und das ist immens wichtig. Im Folgenden zeige ich dir ein paar Übungen, die du für deine Füße machen kannst und auch für deine Sprunggelenke, die dich garantiert eine Stufe weiterbringen. Zuerst eine Übung für dein, siehst du hier in der Kamera, oberes Sprunggelenk. Du kommst dazu in eine kniende Position und dein Knie, das machen die meisten falsch, führst du nicht nach vorne, sondern nach vorne in die Mitte. Wenn du das Ganze gemeistert hast, arbeitest du im aufrechten Stand und arbeitest hier ebenfalls mit deinem Knie nach vorne innen. Um das Ganze noch ein Level weiter zu spinnen, ist das Ganze, und das brauchst du beim Sprint, in der Einbeinposition zu machen. Dazu brauchst du eine Wand. Du platzierst dich an der Wand so, dass du auf die Zehenspitze kommen kannst und ziehst dein Bein, das du nach vorne bringst, hier nach innen. Jetzt gehen wir ein Level weiter. Wir gehen in dein unteres Sprunggelenk. Das siehst du hier unten. Oftmals wird das gar nicht unterschieden. Dazu brauchst du wieder die Wand. Hände stützen gegen die Wand. Du kommst nach oben auf deine Zehenspitze und ziehst jetzt diagonal über Kreuz. Um das Ganze von deiner Geschwindigkeit noch schneller zu machen, ziehst du das Knie nach oben diagonal. So wie du deine Hände und deine Finger einzeln bewegen kannst, solltest du in der Lage sein, an deinem Fuß alle Zehen zu heben und entsprechend nur die große Zehe oder die kleine Zehe oder die große und kleine Zehe separat in den Boden stellen zu können. Das bedeutet, dass du, wenn du sprintest, hier einen wirklichen Druck nach hinten in den Boden geben kannst, und zwar über deine Fußinnenkante, wie auch über deine Fußaußenkante. Was du machen kannst, um genau diese vordere Beweglichkeit deines Fußes zu verbessern, ist, du arbeitest mit einem kleinen Holz und klappst nach innen und nach außen. Du kannst sehr gut sehen, dass es hier die Beweglichkeit im vorderen Fußbereich, ja, separiert. Wenn du jetzt noch einen Ball dazu nimmst, kannst du hier die Bewegung nach innen, die wir an der Wand vorbereitet haben, mit Geschwindigkeit und Masse machen. Das sind garantiert Übungen, die du so in deiner Trainingsroutine noch nicht umsetzt. Aber genau diese Übungen sind die Übungen, die dich weiterbringen als Fußballer, die du als Fußballer brauchst. Du hast schnelle Reaktionen, du arbeitest nicht nur in einer Ebene, sondern du arbeitest immer dreidimensional im Raum. Und genau darum geht's, deinen Fuß auf das nächste Level zu bringen. Wenn du jetzt für dich sagst, du suchst eine Trainingsroutine, die die Basics beinhaltet, die systematisch aufgebaut ist, die deinen individuellen Bedürfnissen angepasst ist und die sich auch noch über die Jahre steigert, dann kontaktiere uns gern, weil genau das haben wir im Programm für unsere Athletinnen und Athleten. Nämlich, es geht darum, nicht nur im Rumpf stark zu sein, sondern deine Basis, die sollte in jedem Fall auf dem nächsten Level sein. Und wenn du ganz oben bist, schau dir dazu in jedem Fall das Video an von Timo Werner, weil genau die Verletzung am Sprunggelenk hat ihn seine WM-Teilnahme gekostet.